Hoffentlich schaffen Sie Wartungsmechaniker, das Licht anzubehalten. Ein Stromausfall wäre unser Ende. Allah.
war ein Lian. Single Mother, Single Vodka, Boys, Single Mother, okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Strom. Explosion. Zu viel. Pflicht des Direktors. Die Lichter. Northmore war vor mir Direktor. Ich wollte seinen Job nie haben. Ich wollte nie so viel Macht. Ich ging aus dem Weg, vertraute ihr nicht. Northmore ging es immer nur um Macht. Ein Mann wie eine Explosion. Er gierte nach Macht, nach Ordnung, nach immer mehr, bis es zu viel wurde. Ich musste eine Lösung finden. Die Situation eindämmen. Northmore hat mich nie gemocht, aber er machte mit, immerhin. Er hatte wohl keine Wahl. Am Ende des Tages ist es die wesentlichste Aufgabe des Direktors, dafür zu sorgen, dass in der Behörde die Lichter nicht ausgehen. Es gab keine Primärkandidaten, aber es gab mich. Ich war immer da gewesen, unauffällig, hart arbeitend. Hatte nichts zu verlieren. Ich nahm die Waffe in die Hand. Fast als Mutprobe. Thank you.
Es ist gefährlich da draußen, Lady. Sprechen Sie mit Leiter Arish. Er ist drinnen, er hilft Ihnen. Thank you.
Ma'am! Hey! Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein? Sie haben alle HAV. Wir sind auf derselben Seite. Ich bin Jessie Faden. Ich bin hier, um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben. Ja, ja, Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Ich bin... Oh, Moment. Sie sind die neue Direktorin. Zu Diensten, Ma'am. Lassen wir die Formalitäten, bitte. Stimmt, Faden. Ma'am. Wie Sie sehen können, ist die Kacke hier am Dampfen. Wir halten die Stellung, aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat, lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören. Der NSC ist ständig überhitzt und meine Leute werden erschossen, bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können. NSC? Sorry, Behördenjargon. So nennen wir die Energiequelle, das große rumpelnde Metallding. Salvador, der Sicherheitschef, bat mich, sie bei einem Angriff zu schützen. Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich. Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde. Darling, ist er hier? Nein, er kam vor ein paar Tagen runter, bevor alles den Bach runterging. Er war total durch, stand wie ein Bierfass. Faselte etwas von Sicherheitslücken und dass er nur einen großen HRV hatte, ihn aber woanders brauchte. Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben, bevor er ging. Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ. Darling wusste, dass das Zischen kommt. Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne, aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für sie öffnen. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern. Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut. Hören Sie, der Funk ist ausgefallen. Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden, fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist. Ich bin mir sicher, er hat inzwischen einen. Ich halte nach ihm Ausschau. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Halten Sie durch. Was? Wenn Umwandler und Kühlmittelpumpen wieder funktionieren, ist dieses Baby schnell wieder auf einer sicheren Temperatur. Hoffe ich. Was wissen Sie über das Zischen? Nicht viel. Nur was ich selbst gesehen habe. Die Besessenen wenden dieselben Taktiken an, die uns Marshall und Salvador beigebracht haben. Also hat das Zischen wahrscheinlich ihre Persönlichkeit nicht völlig ausgelöscht, was ein ziemlich schrecklicher Gedanke ist. Oder es verwendet nur, was es in den Köpfen seiner Opfer findet. Auf jeden Fall will es unbedingt in die Energiequelle. Was glauben Sie, warum? Scheiße, keine Ahnung. Es will mir das Leben schwer machen. Was machen Sie hier, Arish? Ich bin der Sicherheitschef der Wartung. Ich stelle sicher, dass die ganze schräge Scheiße hier unten die Wartungstruppen nicht belästigt. Salvador hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Er ist der beste Sicherheitsmann, den die Behörde je gesehen hat. Und Sie mögen Ihren Job? Total. Alle denken immer, dass die Wartung unbedeutend ist, weil wir Rohre reparieren, anstatt Berichte zu schreiben. Aber ehrlich gesagt sind das hier die tapfersten Leute im ganzen Scheißgebäude. Ich bin stolz darauf, mit ihnen zu arbeiten. Ich habe ein paar Gelegenheitsjobs mit diesen Leuten erledigt. Sie sagen, was sie denken. Das gefällt mir. Was genau ist die Energiequelle? Hören Sie, ich weiß nur, was Salvador mir gesagt hat. Aber sie generiert den gesamten Strom für die Behörde und es gibt zwei einfache Regeln. Nummer 1, sie darf eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten. Nummer 2, sie darf nie, niemals geöffnet werden. Oh, und Nummer 3, streng vertraulich, also stelle ich keine Frage. Geheimnisse scheinen hier an der Tagesordnung zu sein. Ja, gehört alles zum Job. Was wissen Sie über die Amtswaffe? Nicht viel. Ist nur für die Direktoren. Salvador hat mir erzählt, dass er mal Trench mit ihr gesehen hat. Klingt, als könnte das Gerät ziemlich reinhauen. Ich habe zwar mal Bilder davon gesehen, aber die sah anders aus als das Teil, das Sie tragen. Haben Sie die modifiziert? Das ist neu. Heißt neu auch gut? Unter diesen Umständen ist neu das Beste, was wir haben. Kennen Sie diesen Arti? Natürlich. Er ist mein liebster Pausenkumpel.
Der Typ hat ein paar schräge Geschichten auf Lager. Er weiß wahrscheinlich mehr als jeder andere hier, wenn man versteht, was er sagt. Wissen Sie, wo er herkommt? Ich tippe auf Schweden. Spielt das eine Rolle? Unter manche Steine sollte man einfach nicht schauen, wissen Sie? Ich sollte weiter. Stimmt, die Quarantäne wartet.